Eine Möglichkeit, eine feste Oberfläche zu charakterisieren, ist die Angabe der kritischen Oberflächenspannung. Das ist die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit, die gerade auf der Oberfläche spreitet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese kritische Oberflächenspannung zu ermitteln, zum Beispiel mittels Testtinten, zum Beispiel aber auch mittels der Auftragung nach Zismen. Wir gehen dabei so vor, dass wir verschiedene Flüssigkeiten mit verschiedenen Oberflächenspannungen auf die Oberfläche aufbringen, den Randwinkel ermitteln und dann den Kosinus des Randwinkels gegen die Oberflächenspannung der Flüssigkeit auftragen. Die erste Flüssigkeit hat einen relativ großen Randwinkel, die zweite Flüssigkeit einen deutlich geringeren Randwinkel. Der Kosinus von diesen beiden Werten wird ermittelt und gegen Gamma aufgetragen. Sodann werden die Punkte mit einer Geraden verbunden und der Schnittpunkt dieser Geraden mit der horizontalen bei Cosinus Theta gleich 1 ermittelt. Wir haben einen Schnittpunkt, der bei 30 mN pro Meter liegt. Flüssigkeiten mit Oberflächenspannungen von 30 mN pro Meter und geringer werden auf dieser Oberfläche spreiten.